Willkommen zurück zu Friday Night Funkin. Heute schauen wir uns die ganzen Erect Remix Songs an. Also sprich, das sind einfach nur die normalen Songs, aber nochmal auf so viel schwerer geremixed. Aber bevor wir anfangen, will ich noch euch ein paar kleine Easter Eggs zeigen. Zum Beispiel hier beim Freeplay-Menü, wenn ihr euch den Boyfriend lang genug anschaut, gibt es zwei Animationen, die ich bisher gefunden habe, die passieren können. Einmal, dass Daddy Dearest hinter ihm auftaucht und Boyfriend so guckt, ja, ich hätte, da war wohl nichts. Ziemlich lustig. Oder auch eine Animation, wo er gelangweilt ist und sich einfach was im Fernsehen anschaut. Ja, ziemlich cool, wenn ihr mich fragt. Aber noch cooler wäre es, wenn wir uns jetzt die Erect Remixes anschauen. Dafür drückt ihr einfach, wenn ihr oben bei Random seid, nach links oder nach rechts. Und ich kann euch sagen, Erect Remixes werden wir nicht spielen. Wir spielen auf Night. Also Night ist Nightmare, also Albtraum. Denn Erect Remixes ist einfach nur Nightmare auf leicht, wenn das Sinn macht. Also Hard ist Night und Norm ist Erect. Macht das Sinn? Ihr merkt das auf jeden Fall einfach und Night ist schwer. Wir wollen ja heute eine richtige Herausforderung haben. Und deshalb spielen wir jetzt jeden einzelnen Erect Remix komplett durch. Es sind nicht alle da. Es fehlen zum Beispiel hier Mom Week fehlen zwei Lieder. Week 5 komplett und Week 7 auch komplett. Aber es ist nicht so schlimm. Wir haben trotzdem eine riesige Anzahl an Liedern, die wir uns jetzt durchsuchen können. Let's go! Bob Blue Erect. Das ist ein Song, den wir schon kennen. Aber der wurde hier nochmal komplett anders gemacht. Der ist jetzt so komplett anders. Das merkt man auch sofort bei der Stimme von Boyfriend. Das klingt einfach ganz anders. Als das, was man mal vor einem Jahr oder so gehört hat. Ist es ein Jahr her? Ich weiß nicht. Ich bin ganz ehrlich. Es klingt zwar richtig nice. Vor allem der Beat. Es klingt so chillig. Ich bin aber ehrlich gesagt ein größerer Fan von der originalen Version, die wir vor, wie gesagt, über einem Jahr oder so gehört haben. Aber weniger labern, mehr schwitzen! Wir wollen ja hier einen Highscore haben. Das ist kein Miss. Ah, bist du läuft sehr, sehr gut. Aber gut, es ist auch das allererste Lied im Spiel neben Tutorial. Da kann man jetzt nicht so viel Schwierigkeit erwarten. Das kriegen wir dann später zu sehen, Freunde. Wartet's ab. Boah, das klingt so nice. Er hat doch die alte Version im Kopf. Oh. Zoomt immer mehr ran. Das geht ab. Das hier geht jetzt ab. Oh. Okay, wir wechseln ab. Und jetzt die andere Seite. Okay. Oh. Das ist schwierig, die Form so zu halten. Kommt da noch was? Nee, okay. Puh. Wenn er schon so losgeht, Freunde, dann wartet's ab, wie es gleich aussieht. Wir haben so viele Songs noch vor uns. Es ist crazy. Es ist unfassbar. Yeah! Woohoo! We are so back! Ach, da steht aber gar kein Nemesis. Warum war da dann so eine Geisternote, die vorbeigeflogen ist? Boyfriend! Vielleicht hat Girlfriend ja die Note eingefangen. Wer weiß? Fresh! So mehr oder weniger der Lieblingssong von den Entwicklern. Wollen wir nochmal hören, was wir hier haben? Yeah! Beatboxing! Oh, oh, los! Ah, yeah! Das ist nice! Oh, jetzt freestylen wir hier richtig durch! So cool. Soweit ich weiß, hat auch ein Modder teilweise an den Liedern mitgearbeitet. Ich glaube, diesen Lied auch.
und das merkt man auch. Du Boyfriend zieht hier richtig durch. Dass er sich in seine Zunge beißt nach einer Zeit. Und das war's? Wer Beatbox da? Der Liebes macht gar nichts. Wir müssen sehr nah ranzoomen. Schaut euch Boyfriend an, er ist so glücklich. Und vor allem jetzt, yeah! Kein Miss. Vielleicht können wir es ja beibehalten für den kompletten Direct Remix hier. Mal schauen. So, jetzt kommt mein Favorit von Week 1, Dead Battle. Also von den Erect Remixes. Ich kenne die Erect Remixes ja schon. 3, 2, 1, Junge, boah, wie geht das schnell auf einmal? Das hier hat sich gar nicht geändert, also das Lied kennt man schon. Aber ist trotzdem ziemlich nice. Oh, Wolfens Stimme erinnert sich. Das war sehr. Wurde sehr kritisiert, als man den Song zuerst gehört hat. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, aber damals fand ich es auch komisch, dass sich Wolfens Stimme einfach mittendrin ändert. Boah. Jetzt geht's ab! Boah! Komm, wir müssen es beibehalten! Kein Miss! Immer. Oh Gott, jetzt geht's ab. Ey, das müsst ihr auch mal spielen, das ist krank. Noch kranker ist, dass ich alles treffe. Ich bin so ein Suchtjemand. Ravioli. Oh, jetzt geht's richtig ab. Please stop beatboxing, my father's already dead! Boah, gar keine Pausen mehr! Hilfe! Die Puste aus! Boah, nein! Ah, jetzt hab ich einen Mist gehabt. Es hört nicht auf! Hallo! Hallo! Endlich ist vorbei, bye bye. Huh, Junge. Das war crazy. Ja, den einen Miss. Man hat's gehört, dieses Pfft. Wenn man das Geräusch hat, weiß man, okay, da war ein Miss. Alright! Trotzdem ziemlich gute Performance, würde ich mal von mir behaupten. Und Junge, Spookies, als ich das Instrument gehört habe, ich habe mich sofort verliebt. Hören wir uns das doch mal an. Vor allem der Anfang direkt, das Klingeling. 3, 2, 1, go! Herein. Oh nein, die sind schon wieder. Black? Warum Black das denn so? Egal, wenn wir schon mal dabei sind. Wenn ich auf Restart Song gehe, dann droppt das alles so runter. Das ist richtig cool gemacht. Ja, keine Ahnung, warum das laggt. Spielen so viele Leute gerade. Keine Ahnung. Das ist doch so. Ich weiß nicht, bei manchen Songs, aber bei dem hier, hört es sich an, als würde Boyfriend sich fast auf die Zunge beißen. Oder so blöd, blöd macht. Vielleicht habt ihr das auch gehört. Oh Gott, das ist so ein Lied, oder? Komplett durchziehen. Was soll denn? Oh, jetzt geht's richtig ab. Das ist der Anfang des Lieds. Junge, die singen auch die ganze Zeit, ne? Nicht nur Boyfriend. Oh Gott. Reicht jetzt? Hallo? Ich sehe die Fallen nicht einmal mehr. Nicht nochmal! Es kommt nochmal, oder? Ich kann nicht mehr!
Okay, Leute, wünscht mir Glück. Ich schaff das. Komm. Komm, hau raus jetzt. Das klingt aber auch so gut, ne? Bitte, Boyfriend, tu mir das nicht an. Okay, jetzt kommt. Oh, meine Finger. Oh, ich spam ganz auf links und rechts. Ah, was geht weiter? Was zur Hölle? Alter! Junge, so fühlt sich aber an, wenn das allererste Mal FNF spielt und dann auf Spookies kommt. So fühlt sich Spookies an damals. So hat sich angefühlt. Geil. Wie bitte? Kannst du mal wiederholen? Muss mal einer rückwärts abspielen, was er da sagt. Yeah! Boah, 21 Minuten, das ist schon hart. Boah, das muss ich üben. Das war echt schwer. Vor allem war das auch schnell. Ich bin das gar nicht gewohnt vom Basegame, dass es so schnell ist. Huh. Ja, Sophie Rack war ja der allererste E-Rack Remix, der gezeigt wurde. Der ist aber hier auch ein wenig anders, als man es kennt. Besser oder schlechter, ist euch überlassen. Ich find's relativ genauso gut. Oh, und der Beat. Ich glaube, während die so am Tanzen sind darauf. Yeah, die doppelten Noten. Nein, nein, das akzeptiere ich nicht. Das akzeptiere ich nicht, Freunde. Aber so bin ich immer bei FNF. Das ist aber bei mir immer so. Immer wenn ich so eine Note direkt am Anfang des Liedes verpasse, dann will ich nochmal von vorne anfangen. Oh, jetzt geht's auch richtig ab. Vorteil, dass ich mich schon angehört habe, dann weißt du, was auf mich zukommt. Gut. Immer so freundlich. Aber nicht mehr für lange, oder? Boah. Ich komme wirklich ins Schwitzen. Ohne Witz. Boah, wie die das auch aushalten, ne? Kinder soll man nicht unterschätzen. Oh nein, nicht nochmal. Das war ganz freundlich. Ja, das passt doch gar nichts. Alles chillig, alles chillig. Bis hierhin. Gott. Ich sehe halt immer diese unsichtbaren Noten, die an mir vorbeifliegen. Oh, wie das ran so cool. Was? Wann ist da hinten eine Staircase? Na egal. Jedenfalls. Ich sehe immer, wie die Noten da vorbeifliegen, aber dann sieht man hier Mist 0. Das verstehe ich noch nicht ganz. Vielleicht heißt das Shit und Bad fliegen an einem vorbei? Oder wenn man die nur ganz knapp noch erreicht hat? Ich weiß es nicht genau. Aber ich shit, keine Misses. Also. Perfekt. Ja, Monster haben wir hier nicht. Wir wissen auch noch nicht, was sie genau damit machen. Für die, die nicht wissen, Monster ist ja dieses eine Lied, wo wirklich auch gesungen wird. Your skin is freezing, all das. Oh Junge, und Pico. Pico Erect ist einer der besten Songs überhaupt. Vor allem mit Boyfriends Stimme hier. Das klingt so gut. Cray Pico! Boah! Die dribbeln hier! When you said that, I felt that.
Jetzt habe ich noch ein paar mehr verpasst, leider. Ich genieße zu viel die Musik. Ich kann mich nicht auf das Spiel konzentrieren. Das ist unfair! Mach das nicht schlechter! Wie sich Girlfriend fühlen muss die ganze Zeit. Bei so einem kranken Beat rumzusitzen. Oh, der Beat Switch. Ist. Es hört nicht auf! Oder am Anfang das ging noch. Das Ende. Der Anfang und das Ende ging. Aber mittendrin das. Boah, Junge. Cray Cray. Ja, selbst mir ist es passiert. Okay. Philly Nice ist der chilligste Song im ganzen Spiel. Oder zumindest von den Rack Remixes. Also vom Charting her weiß ich es nicht, aber wie es sich anhört halt. Oh nein, er sagt nicht mehr Piccol Bunny. 0 von 10. Unplayable. Allein der Beat klingt so chillig. Wo hat Boyfriend so viel Autotune? Und der Echo-Effekt hier. Oh, und wir dribbeln. Ich fühle das so hart, ne? So lange auf das Update gewartet, dann darf ich es fühlen. Kleiner Switch hier. Ist immer so komisch, die alte Stimme auf einmal zu hören, aber es klingt so gut. Kommt nochmal so eine schwere Stelle? Oh. Das war auf jeden Fall eine schwere Stelle. Kommt so viel auf einmal. Das ging ja noch. Sag ich, jetzt habe ich irgendwie 6 Misses oder so. Das wir sehen. Ah, 3, die Hälfte. Geht so. Aber Girlfriend ist trotzdem stolz auf mich. Yeah. Gut. Jetzt kommt Blamed. Das hat man. Also Blamed und High, die beiden Songs hat man von, glaube ich, von einem Monat oder so gezeigt bekommen. Haben sich auch von daher nicht geändert. Aber müssen sie sich auch nicht, die sind 10 out of 10 beide. Und Junge, das hier reicht mich in Erinnerung. Das hier war richtig, richtig schwer. Ich hatte so einen Fan-Chart gespielt und Junge, das war krank. Das ist so leise auf einmal. Oh, das ist gut geschafft. Aber diesem Lied ist basically einfach das gleiche Lied, was man schon kennt. Aber Pico geht und Boyfriend vor allem geht übelst ab. Ich meine, hört euch das hier an jetzt. Juck, wie er so dribbelt. Ich treff doch!
Hallo, Speer, ich hab dich getroffen! Ja gut, es sind aber auch so viele Pfeile. Vielleicht habe ich einmal zu wenig gedrückt. Und hier singen die nochmal. Ich habe am Anfang gedacht, hier würde Boyfriend nochmal singen. Das klingt für mich so wie mit Boyfriend, aber. Nup! Ja, Week 3 haut richtig, richtig rein. Oh yeah! Time is it. Es geht so. New Highscore! Oh yeah! Dieser eine Sticker, wo Monster so auf die Fresse bekommen, das war die Big-Sticker, der ist super. Okay, ja, wie gesagt, Saturn Panties und Milf sind beide hier nicht drinne, obwohl man Milf eigentlich schon mal gehört hat. Man hat so einen kleinen Ausschnitt von Milf schon mal gezeigt bekommen, aber ist trotzdem nicht drin, warum auch immer. Macht nichts, wir haben High Erect. Von einem Stargast, wo ich den Namen vergessen habe, aber das klingt so gut. Und Junge, wir haben die Map geändert, oder? Doch, das Shading ist hier irgendwie anders. Oh, sieht so gut aus. Ah, Shutting könnte ein bisschen schneller sein, für meinen Geschmack. Bis jetzt ist es noch relativ das gleiche. Außer das Boyfriend. Oh, da fahren auch jetzt Autos vorbei. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon so war. Ich meine, manchmal werden die Henchmen im Hintergrund, diese Dämonen da, manchmal werden die auch einfach umgebracht, random, von irgendeinem Straßenschild. Zumindest habe ich das irgendwo mal gesehen. Ich weiß nicht, ob es hier ist oder in einer Mod. Ich kann mich daran erinnern. Oh, das geht so gut. Die Boyfriend-Stimme ist so gut, ey. Jetzt der beste Teil. Nur wenn ich einfach gar nicht hören kann, wer singt. Nicht sonderlich schwer, aber dafür extrem chillig. Ist einer der besten Songs. Yeah. Oh yeah. Na gut. Ja, Week 5, auch noch nix. Also Week 5 war ja Cocoa, was war noch? Eggnog, Winter Horrorland, ist ja nicht drin. Aber dafür die drei. Und Junge. Einfach nur alleine die Senpai. Wie es schon anfängt. Mal so ganz ruhig. Wie gesagt, die Chartings habe ich noch nicht gespielt, ich kenne nur die Lieder. Oh, der Beat. Sofort verliebt. Das klingt so gut. Mist. Komm, keinen Fehler mehr erlauben. Ich muss jetzt reinskillen. Oh, Boyfriend Solo. Im Kreis drehen, das geht ja noch. So ein geiler Sound irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Jetzt kommen wir zum Ende.
Welcher Space Invader schießt er die ganze Zeit? Oh, nein, verdammt! Habt ihr nicht gesehen? Ich hab voll getroffen. Ja, verdammt! Ist gar nicht mehr so einfach. Bam, bam. Okay. Senpai war schon nice, aber wenn ich euch sage, dass Roses Erect alleine nur vom Anhören her mein neuer Lieblingstrack ist, dann wisst ihr. Day cooked. We're in for a treat. Das geht so gut. Allein der Beat. Alleine der Beat. Nein, nochmal von vorne. Nochmal von vorne. Nein, jetzt bin ich pissed. Ich muss nur gucken, wie er jetzt. Ich bin so pissed. Oh, Junge, wie hart ein Dribbeln ist. Son Jackson. Hilfe. Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Oh, der Beat. So unfair, der Beat ist so gut. Ich kann mich nicht auf das Gameplay konzentrieren. Ich muss abdancen. Das klingt so gut. Vor allem diese engen Geräusche. So. Manchmal auszusehen zu viel. Ich denke zu viel manchmal. Oh Mann! Du, 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 du! Oh nein! Nicht der Teil! Hab ich aber geübt! Jetzt am Ende hat man noch gehört, so, is that good? Ja! Kawaii Sprite, you cooked! Das war richtig gut. Ja, Roses Erect by Kawaii Sprite, der die meisten Songs hier in diesem Spiel gemacht hat. Also, das war krank. Und Fonz Erect wird auch nicht schlechter. Es ist immer noch richtig geil. Letzter Song leider. Leider. Aber es klingt auch so gut. Das Ding ist, Fonz war schon vorher mein Lieblingstrack aus dem Bass Game. Und das hier macht's sogar noch besser. Nur leider existiert für mich halt Roses Erect, was für mich halt der beste Song ist. Aber ohne Roses wäre das hier auf jeden Fall mein Favorite. So gut gemacht. Oh! So rausfällt. Ich find's so ein bisschen schade, dass Boyfriend hier so leise ist. Oder bin das nur ich? Ich find Boyfriend so ein bisschen leise. Oh nein, es endet schon. Ich will noch weiterspielen. Tja, Freunde, dann glaube ich, müssen wir auf das nächste Update warten. Aber so lange kann das doch nicht dauern, oder? Ach ja, und falls ihr euch gefragt habt, warum mir diese ganzen Lieder keine neuen Sprites hatten, das lag einfach daran, dass sie das noch nicht zeigen wollten.
Hat irgendwas mit Spoilern oder so zu tun für die Story. Keine Ahnung. Aber ja, das waren alle Evac-Remixes, die wir bisher haben. Saugeil, das hat das Warten. Das war's, das Warten wirklich wert. Das war richtig gut. Mann! So. Jetzt höre ich mir random noch 24-7 in Dauerschleife an und wir sehen uns dann irgendwann wieder. Wenn es dann wieder heißt, sie haben gekocht. Und das richtig gut.